Ein Diagramm erstellen in DRAW, LibreOffice 7.3. Ein Diagramm aus der Galerie einfügen. Rechts klicken Sie gleich auf das erste Diagramm Block Colorful. Wählen Sie im Kontextmenü Einfügen. Da das Diagramm noch gruppiert ist, ist es die beste Gelegenheit, die Größe des Diagramms anzupassen. Klicken halten Sie auf einen Markierungspunkt und ändern Sie die Größe und lassen die Maustaste los. Rechts klicken Sie auf das Diagramm und wählen Sie im Kontextmenü Aufbrechen. Verwenden Sie in der Seitenleiste den Navigator, um die einzelnen Objekte zu sehen. Sie können jedes Objekt für sich bearbeiten. Klicken Sie in einem Textrahmen, um den Text nach Ihren Wünschen anzupassen. Ein Diagramm aus Zeichnungsobjekten erstellen. Wählen Sie in der Symbolleiste Zeichnung neben dem Symbol Grundformen den kleinen schwarzen Pfeil. Im Kontext wählen Sie das Zeichnungsobjekt abgerundetes Rechteck. Ziehen Sie das Rechteck auf der Folie auf. Das markierte Rechteck können Sie kopieren und so viele Rechtecke einfügen, wie Sie benötigen. Verteilen und richten Sie die Rechtecke aus. Verbinden Sie die Rechtecke mit den Verbindern, die Sie in der Symbolleiste Zeichnung auswählen können. Wenn Sie einen Verbinder ausgewählt haben, wird der Cursor zu einem Fadenkreuz. Fahren Sie mit dem Cursor zu dem Rechteck an einem Rand, wo Sie die Verbindung beginnen wollen. Das Rechteck leuchtet auf und zeigt Ihnen die möglichen Verbindungspunkte an. Klicken Sie auf einen Verbindungspunkt, ziehen Sie zum nächsten Rechteck, wo die Verbindung enden soll. Das nächste Rechteck leuchtet auf und die Verbindungspunkte werden sichtbar. Führen Sie den Cursor zu einem gewünschten Verbindungspunkt und lassen die Maustaste los. Organigramm beschriften. Doppelklicken Sie in eines der abgerundeten Rechtecke. Der Cursor blinkt nun in der Mitte des Rechtecks. Schreiben Sie Ihren Text für dieses Rechteck.